Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Show von Princess Peach Showtime. Beim letzten Mal haben wir das Eiskunstlauf-Stück aufgeführt. Das war wunderschön und elegant. Und heute ist das verschwundene Relief dran. Ein Detektivstück. Zumindest gehe ich davon aus. Und da bin ich schon sehr gespannt. Danach haben wir auch direkt den Bosskampf vor uns. Das wird dann auch sehr spaßig. Aber gehen wir erstmal in die Detektive, würde ich sagen. Let's go! Tja, der Detektiv ist wahrscheinlich gerade außer Haus. Definitiv kriege ich was für die Bäume, oder? Tschüss. Das habe ich gesehen. Da sind Bäume. Da sehe ich was versteckt. Auch nicht so nett. Du brauchst nur ein bisschen Mut. Hier ist ein Podest. Also kriege ich gleich direkt das Kostüm. Mal kurz gucken. Ich sehe kein weiteres Bäumchen hier. Posen machen kann ich auch nur, wenn ich ein Kostüm anhabe. Ich kann das nicht, wenn ich so auf Standard bin. Erst das. Ich sehe den Code. Dann da. Und da wartet mein Kostüm. Oh nein, jetzt muss ich nachdenken. Okay, mit B mache ich so etwas. Jetzt suche ich nach Spuren. Da ist eine Nachricht. Oh, da liegt ja eine Notiz auf dem Boden. Lesen wir doch mal, was darin steht.
Ein Macherdetektiv wird mich finden. Gezeichneter Hilfsdetektiv. Okay. Ich kann hier alles untersuchen. Der Schreibtisch ist Detektiv und da liegt auch eine Notiz. Ich habe einen Geistesblitz. Sei vorsichtig, Peach. Wenn du meinen Geistesblitz falsch liegst, verlierst du Herzen. Doch da wir hier im Büro nur üben, verlierst du keine Herzen, wenn du falsch liegst. Diese Akten enthalten gelöste Fälle. Ohne Erlaubnis sollten wir sie nicht lesen. Aber ich habe einen Geistesblitz. Ich muss echt denken. Das könnt ihr mir doch nicht antun. In meinem Hirn ist doch nichts drin. Diese Kissen sehen sehr bequem aus. Ich habe einen Blitz des Geistes. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass ich ihn suchen soll. Ich wollte einfach nur gucken. Okay, jetzt muss ich anständig an die Sache rangehen. Enorm, einer echten Detektive wie dir geht auch wirklich nichts. Mit einem Geistesblitz kann man interessante Dinge herausfinden. Komm schon, ein Geheimnis wartet darauf, von uns enträtselt zu werden. Los geht's! Warte, Podest. Das hatte ich ja schon vorher gesehen. Da ist was drin. Eine große Holzkiste, was da wohl drin ist? Der Blitz des Geistes. Warum muss ich die Tasse so lange halten? Warte, hier ist doch bestimmt noch mal irgendwas versteckt. Ich habe einen Geistesblitz. Das ist ein Polizist. Oh, eine Detektive. Bitte geh gleich hinein. Endlich eine Detektive. Du kommst genau zur rechten Zeit. Der Kurator wartet dich im Raum nebenan. Er sagt mir, da könnte ich reden. Ach so, das ist der Typ selber, der mit mir redet. Dieses Meereslebewesen, Meereslebewesen fossil fand man ganz in der Nähe. Hier gab es wohl mal einen Ozean. Ach, einfach nur die Sachen untersuchen. Ein Relief, das einen Funkelkristall zeigt. Auch in der Vergangenheit hat man sie sehr geschätzt. Eine zerbrochene Steintafel. Sie wird restauriert, damit man sie lesen kann. Nur ein echter Ninja sollen die Zeichen auf dieser Schriftrolle lesen können. Ich wollte mir die Mumien im Raum da hinten ansehen. Hoffentlich kann man dabei rein. Die Mumien rufen mich. Ach, ich kann mit B mit denen reden, warum nicht mit A? Ich bin nur ein einfacher Museumswärter. Wenn du Fragen hast, wende dich an den Kurator. Ich wollte den Typen ansprechen. Der Polizist lässt niemanden nach draußen, das geht hier nur vor sich. Ich muss wahrscheinlich einen Täter für irgendwas finden gleich. Die haben das Museum geschlossen und jetzt komme ich nicht mehr nach Hause. Der Kurator wartet dich im Raum rechts. Ach, das war der mit den Mumien. Ich beobachte alles ganz genau mit meinem scharfen Blick, entgeht absolut nichts.
Sprechen wir zuerst mit dem Kurator. Eine solide Informationsgrundlage ist wichtig. Hier kommt niemand herein oder aus. Sogar das Fenster da habe ich sorgfältig verschlossen. Wisst ihr, was für Vibes ich hier gerade habe? Neben Detektiv Conan. Irgendwie auch gerade Persona 5 Vibes. Wegen dem Zettel da im Hintergrund. Endlich eine Detektivin, bin ich erleichtert. Auf den Terpentamien-Relief haben wir eine Notiz mit einer Drohung gefunden. Da steht, wir holen uns das Terpentamien-Relief. Betrachtet euch als gewarnt. Wenn dem Relief etwas. Wenn dem Relief etwas zustoßen sollte. Ist denn jetzt los ein Stromausfall? Nein! Das Relief, es ist weg! Bitte, du musst die Täter finden! Das Relief, wo es gestohlen worden sein, sobald das Licht ausging. Unfassbar! Ich hatte solche Angst. Im Dunkeln habe ich Angst, also habe ich mich die ganze Zeit an den Polizisten da festgehalten. Während des Stromausfalls ist niemand durch diese Tür gekommen. Ich konnte mich kaum bewegen, weil sich dieser Museumswärter an mir festgeklammert hat. Diese Aussage scheint wahr zu sein. Es ist nicht gut zu erkennen, doch es handelt sich wohl um eine Skizze irgendwelcher Ruinen. Habe ich einen Geistesblitz? Okay, ich werde echt dafür bestraft. Bitte, du musst die Täter finden. Das Fenster war fest verschlossen. Wie sind sie hier nur reingekommen? Die waren schon vorher drin. Machen wir uns an die Arbeit, Detektivin. Zeugen von ihm und das Museum erkunden. So erfahren wir, wo die Täter stecken könnten. Gibt es hier Fußspuren? Die Wand, in der sich das Relief befunden hat, dort steht etwas geschrieben. Und zwar, wir haben das Terpentamien-Relief gezeigt, die Sauerdiebe. Ich will nicht mit dir quatschen. Genau, ich wollte mich hier kurz umschauen. Ja, Dunkel konnte ich nicht sehen, doch jemand ist in dem Raum links von dir gegangen. Es gab also einen Stromausfall, und ich hoffe, es ist im Mumien nichts passiert. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bitten noch um etwas Geduld. Schöne Tafel an der Wand hängt jetzt schief, das war doch vorher nicht so. Da ist ein Tunnel hinter, ich sag's euch. Eine Steintafel mit uralten Zeichen, doch was ist das? Man kann sie wohl bewegen. Ich habe einen Geistesblitz. Da ist der Lüftungsschacht nämlich hinter. Das ist ein Lüftungsschacht. Ob die Täter ihn sich zunutze gemacht haben? Aber das Ding passt da doch niemals durch. Sehen wir einmal nach, wo er hinführt. Ganz im Ernst, das Ding passt doch null durch. Ich sehe einen weiteren Geistesblitz schon. Ich schaue mich trotzdem vorher erstmal um. Die Vitrine wurde aufgebrochen. Die hier noch bekannten ausgestellten Exponate heißen die Masken der Verwandlungen. Da steht, wer diese Masken trägt, kann den Aussehen verändern. Natürlich, die Täter müssen die Masken gestohlen haben, um sich zu tarnen. In den Schatzturm machen wir sie doch mal auf. Masken der Verwandlungen. Wer diese Masken trägt, kann sein Aussehen verändern. Aha, hier wurden also die Masken ausgestellt. Oh,
einen Schlüssel in Pikform, ob wir ein Schloss für ihn finden? Stimmt. Zumindest haben wir ihn schon mal dabei. Die Schurken müssen hier noch irgendwo sein. Da sehe ich auf jeden Fall was, was ich aufmachen muss. Stellen wir alle Hinweise und machen wir die Taten Täter ausfindig. Erstmal sammle ich den Schlüssel da ein. Oh, ein Schlüssel in Karoform. Ob wir ein Schloss für ihn finden? Ja, habe ich gerade schon beim Rüberscrollen gesehen. Dieses Schlüsselloch, hier passt bestimmt der Pick-Schlüssel. Warum habe ich das Gefühl, dass der Typ mit der Schleife hier drin ist? Dieses Schlüsselloch, der Karo-Schlüssel, den wir gefunden haben, passt hier bestimmt. Da war zumindest jemand drin. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich bin Polizist. Jemand hat mir meine Uniform gestohlen und mich hier eingeschwört. Dann wurde es dunkel. Okay, ich lasse mal mit dem Geistesblitz noch kurz, weil ich hier gerne auch erstmal erkunden will. Eine Schatztruhe, machen wir sie doch mal auf. Statue von den Kietinseln. Sie soll Dinge verstehen können, die sonst niemand versteht. Modell der Grabanlage einer wichtigen Person, die mir Pyramidenform soll, Macht innewohnen. Unglaublich, dass ein Polizist im Sarkophag eingeschlossen war. Waren das die Schurken? Ich drücke mal mit dem Geistesblitz noch nicht, weil ich das wahrscheinlich bei jeder Person machen kann. Ich sehe übrigens das Podest da. Ich bin froh, dass es doch kein Geist war. Wir müssen uns ja ordentlich umschauen. Erstmal die Kiste. Eine Schatztruhe, machen wir sie doch mal auf. Noch eine Schatztruhe. Was wollen mir die Sachen hier unten sagen? Ein aus Holz geschnitzter Vogel. Früher hat man oft bei den Feierlichkeiten verwendet. Der hat geschlafen. Hm? Och, was? Ich meine, keine besonderen Vorkommnisse. Da war einer müde. Siehst du die Statue mit der Sonnenbrille? Die ist echt. Echt cool. Warum steht hier plötzlich eine dritte Statue? Eben waren es doch nur zwei. Okay, wir wissen schon mal, wo der erste ist. Ist das Popcorn? Vielleicht hat es jemand verloren. Durch die Tür hat niemand den Raum betreten oder verlassen. Der ist wahrscheinlich echt. Ich habe nichts Verdächtiges gesehen. Eine der Kameras? Eine der tollen Kameras, die ich hier verkaufe, ist verschwunden. Vor dem Stromausfall war sie noch da. Als das Licht ausging, hat mir jemand mein Popcorn geklaut. Wie dreist. Okay. Also einer von den Kameratypen auf jeden Fall. Machen wir erstmal den Geistesblitz, wo es offensichtlich ist. Was wird sie nicht einer von den Tätern? Achso, ich habe verdächtig. Ich dachte, Informationen rausholen. Ist hier hinter was? Da ist auf jeden Fall nochmal ein Podest. Ja, zumindest was zum Posieren. Das Ding war auch unten. War mal Geistesblitz. Obwohl, nee, damit sage ich wahrscheinlich, dort ist der. Also wir wissen auf jeden Fall die eine Statue hier. Hm. Die Statue ist safe. Okay, dann halt die ohne Popcorn. Einer von den Statuen auf jeden Fall.
Ich bin doof. Ja, zweimal erst die falsche. Ha, das war ein Tüte Popcorn zu viel. Da hast du volle Detektivarbeit geleistet. Nanda, die ist hier noch irgendwo. Du findest ihn bestimmt auch bald. Jetzt weiß es einer von denen mit den Kameras. Nehmen wir alle Hinweise und machen wir den getarnten Täter ausfindig. Ich habe jetzt aber immer noch nicht gesehen, wo der Typ mit Schleife ist. Beziehungsweise, was hätte ich für den machen sollen? Da eine Polizeiuniform fehlt, würde ich sagen, eher. Ich will mich eben kurz noch umschauen. Weil es fehlt ja nach wie vor was. Also mindestens eine Sache fehlt mir. Weil den Typen für die Schleife habe ich nirgendwo gesehen. Also du bist definitiv der zweite Verdächtige. Weil in Polizeiuniform und Kamera. Ich ihn also wegen seiner Kleidung und der Kamera durchschaut. Gut gemacht. Jetzt haben wir sie alle erwischt. Sprechen wir doch einmal mit dem Museumskurator. Bei den Statuen habe ich nicht richtig aufgepasst. Aber es könnte sein, dass ich hier nochmal rein muss. Jetzt kann ich sie auch mit A ansprechen. Ich suche den Typen, der mir das eine Teil gibt, diese Schleife. Ich schaue mich hier nochmal eben kurz um. Der Typ sah bisher immer gleich aus. Der hatte diesen komischen Rucksack auch immer bei sich. Den habe ich halt hier nicht einmal jetzt irgendwo gesehen. Ist das Problem. Vielleicht ist er ja im nächsten Raum. Die Wahrheit. Sagt uns, wo das dann lief ist. Wir wissen nichts. Als ob wir dir verraten würden, dass wir es irgendwo im Museum versteckt haben. Ah, es befindet sich also noch immer im Museum. Ups, gar nichts, weiß ich. Mir ist nicht die Detektivin ist. Du kommst genau im richtigen Moment. Und dir konnten wir alle Täter festnehmen. Ein Problem gibt es allerdings. Wir wissen noch immer nicht, wo das Relief ist. Du musst es für uns finden. Ich sehe Rucksackman hier immer noch nicht rumgammeln. Ich glaube, den hätte man vor dem Museum finden müssen. Wo habt ihr es versteckt? Hm? Die rücken einfach nicht mit der Sprache heraus. Wir haben das gesamte Museum abgesucht. Wo haben sie das Relief nur hingebracht? Oh, man darf wieder in den Raum da hinten. Juhu, jetzt kann ich die Mumien sehen. Da geht einer flitzen. Hallo? Die Täter haben so schnell die Wand bemalt, das machen sie so auch etwas zu Künstlern, oder? Mehr oder weniger. Ich wusste, dass dieser Fall noch nicht abgeschlossen ist. Suchen wir nach Hinweisen und finden wir heraus, wo das Relief steckt. Wenn ich einmal nicht weiter weiß, sehe ich mir frische Luft dabei, den Kopf frei zu bekommen. Jetzt, da alle Täter festgenommen wurden, lass mir wieder Besucher durch. Ach, vielleicht steht er ja jetzt draußen. Falls ich raus darf. Das Relief ist ziemlich groß, es passt wohl kaum durch diese Tür. Nee, ich durfte nur durch den Seiteneingang.
Und nicht unmöglich, dass das Relief durch den Luftschacht passt. Das habe ich auch schon gesagt. Kann ihr Täter wirklich ein so großes Relief davon tragen? Ich hätte die Vermutung, dass die einfach irgendwas drüber getan haben. Etwas frische Luft wäre jetzt schön, wenn wir nur ein Fenster öffnen könnten. Aber mit einem Schimmel wäre es in Reichweite. Sieht doch auch aus, nur wie ein Vorhang. Ich glaube, das Relief haben sie gar nicht erst weggeschafft. Ich gehe wirklich in der Annahme, dass es immer noch dort ist. Mann, ihr seid zu doof, einen Vorhang zu erkennen. Sieh meine an. Dann wurde das Relief gar nicht wirklich gestohlen. Ihr habt meine ewige Dankbarkeit für alles, was ihr für das Museum getan habt. Ja, der Plan sollte doch nach und sicher sein. Wir haben es geschafft. Beeindruckend, wie du diesen Fall gelöst hast. Du hast dich als Meisterdetektiv bewiesen. Damit ist der Fall nun wirklich abgeschlossen. Die Sterne waren jetzt nicht wirklich ein Problem. Die hat man ja wirklich komplett einfach gefunden. Also, naja, was heißt gefunden? Jede Aufgabe, die du gemacht hast, hat einen gebracht. Nur der eine Typ, der in dem Teil drin war, war jetzt, also der eine Stern. Mal abgesehen von dem. Aber alles andere hast du ja wirklich hinterhergeworfen bekommen. Jetzt bleibt aber die Frage, wo war der Schleifentyp? Ich hab den nicht gesehen. Auf jeden Fall schalten wir da jetzt den Boss frei. Da werden wir aber definitiv erst beim nächsten Mal reingehen. Ich gehe jetzt noch mal in das Detektivstück rein und suche den Typen mit der Schleife. Den habe ich null gesehen. Leute, das werdet ihr mir jetzt nicht glauben. Hier direkt am Anfang war's. Der steht einfach direkt hier hinter. Das war einfach direkt hier am Anfang und ich war zu tösig, das zu sehen. Hat sie schon immer so mitgetanzt? Ich finde das putzig, vor allem bei dem Schleifending. Bei Stella. Na gut, jetzt darf ich den ganzen Detektivschmarrn nochmal machen. Aber, ja, diesmal komme ich ein bisschen schneller durch. Also wir sehen uns dann gleich in der Lobby wieder. So. Wir sind jetzt wieder hier. Ich habe das Detektivenkleid bekommen. Dass ich diese eine Einbiegung da nicht gesehen hatte, das beschämt mich gerade irgendwie. Ich nehme mal an, auf dem Kleid, das ich jetzt gerade bekommen habe, sind einfach nur, ja, Fragezeichen und Lupen. Bisher finde ich alle mehr oder weniger hässlich von den Kleidern. Also sie sind nicht komplett hässlich, aber ich finde sie im Vergleich zum Disco-Kleid jetzt nicht sonderlich aufregend oder schön. Was haben wir denn da eigentlich für das Album für ein Bild? Ihr wurdet enttarnt. Ah, guck mal, wieder eine Reihe voller Kostüme voll. Von den dreien, die ich jetzt auf der Etage kennengelernt habe, fand ich den Meisterdieb auf jeden Fall am coolsten. Irgendwie der Detektiv, der zieht sich so ein bisschen. Also ihr habt es ja wahrscheinlich selber in der Videolänge gemerkt, dass das wesentlich länger gedauert hat als alle anderen Stücke. Weil du ja wirklich alles einmal abgucken musst. Na gut, Leute. Beim nächsten Mal gibt es dann den Bosskampf von der Etage. Wir haben fast 1000 Münzen erreicht. Also ihr seht das nicht, weil mein Avatar drüber ist. Ich kann hier mal eben kurz
So, da seht ihr nochmal die Münzenzahl. 995 haben wir gerade. Ja. Also, die Etage haben wir fast abgeschlossen. Es fehlt jetzt halt wirklich nur noch der Bosskampf. Danach sind wir auf der nächsten Etage. Da kriegen wir dann höchstwahrscheinlich dann auch wieder einen neuen Funkli, dass wir den retten gehen. Ist nur eine Vermutung. Mehr als Vermutung kann ich hier nicht in den Raum werfen. Aber ich gehe halt davon aus. Wahrscheinlich kriegen wir beim nächsten Mal, wenn wir den Boss hier besiegt haben, auch irgendeine neue Prüfung auf der Etage hier oder vielleicht auf der da drunter. Das wäre erwartungsgemäß. Naja, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr alle Spaß mit dem Video hattet, auch wenn es diesmal ein bisschen länger war. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann!